Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. In unserer Welt da hier und so und da und ich habe wieder richtig Bock, eine Folge aufzunehmen, denn ich habe schon lange nicht mehr gemacht, ich war lange krank und jetzt geht's endlich wieder. Und jetzt kann ich endlich wieder vernünftig aufnehmen. Und deshalb fangen wir heute wieder an. Und ich habe mir direkt eine Neuerung überlegt. Denn ich habe ja jetzt die letzten Male immer gefragt auf Twitter. Stellt mir mal Fragen unter Hashtag Fragklängern. Und da ist eine Kuh, die da eigentlich nicht hingehört. Und dann, genau, habe ich, was wollte ich jetzt sagen? Genau, habe ich immer eure Fragen vorgelesen und die beantwortet und ich wollte das so machen, so, dass ich ab jetzt die Tweets immer einblende. Das bedeutet, dass die Leute auch ja, zu sehen sind mit ihrem Namen, was vielleicht für die auch noch ein wenig schöner ist und man sich ja, freut, wenn man hier zu sehen ist. Deshalb würde ich, warte mal, ich muss mir mal die Koordinaten merken. 144, hier. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder coole Fragen fragt. Und ich habe heute geschrieben, dass dieser Tweet auf jeden Fall in die weltweiten Trends kommt, sonst werde ich auf jeden Fall weinen. Und Lorena hat geschrieben, dieser Tweet ist nur da, damit du nicht weinst, aber leider ja, hat es trotzdem nicht geklappt. Scheiße. Also ich sag manchmal. Manchmal werden Träume nicht erfüllt. Gut. Ich muss mal gucken. Ich wollte jetzt hier so einen Aufgang bauen. Einen Aufzug haben wir ja schon quasi mit dem Wasser, aber sieht halt ein bisschen doof aus. Deshalb. Scheiße. So. Toll. Dann gehen wir nochmal rum. Genau. Von Blicke heben. Was? Wie war deine Schulzeit? Meine Schulzeit war eigentlich ziemlich locker und nicht besonders schwer, weil ich nicht besonders viel geleistet habe für mein Abitur. Aber ich habe Abitur gemacht, ich bin ja ein kluger Mensch. Ach nee, das war dumm. Scheiße. Das passt super. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich habe nicht besonders viel gemacht, aber ach man, warum bin ich denn so dumm? Nein. So, jetzt aber. So, und so. Okay, genau. Ja, aber es war, ich bin froh, dass ich raus bin. Es war auszuhalten, aber irgendwann kotzt einen auch an, ne? Also irgendwann hat man echt keinen Bock mehr da. Das geht doch irgendwann nicht mehr, du. Da reicht es doch irgendwann, ne? So ist das. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das hier genau mache. Ich habe nämlich noch keine genaue Vorstellung, aber irgendwie wird das schon. Weiß ich nicht. Ich war halt ganz normal irgendwie. Ich wurde jetzt auch nicht irgendwie gemobbt, wie bei manchen, oder ich war jetzt auch nicht so ein Problemschüler. Ich war halt immer so ein bisschen der Klassenclown, aber ich glaube, das ist bei YouTubern vielleicht ein bisschen veranlagt. Sonst wäre man nicht dazu in der Lage, das hier zu machen. Ach Mann, scheiße, warte mal. Hä? Das geht doch durch, oder? Hä? Was mache ich hier? Was ist alles falsch? Was mache ich denn hier? Bin ich dusselig? Oh Gott, Alter, das ist echt zu verwirrend. Ja, das ist. Ich habe so viel zum Thema, ich habe Abitur, ne? Das glaubt mir jetzt wieder keiner. ja, gibt es dich auch in schön. Haha, danke. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Also beruflich, familiär und so, dies, das, Ananas. Ich von The Movieversum. Warte mal, was war jetzt falsch? Das hier war falsch. Was habe ich denn gemacht hier? Das kommt doch von da und geht dann so runter. Klar, was habe ich denn? Dann habe ich ja wieder Scheiße gebaut.
So. In 20 Jahren werde ich auf jeden Fall ja, mein Studium fertig haben und eine Familie gegründet haben. Und ich weiß nicht, ob ich das hier immer noch weitermachen werde, aber es wäre auf jeden Fall ziemlich lustig, das nach so vielen Jahren immer noch zu machen. Aber erstmal wäre Ertrinken nicht so cool. So, so. So, 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 so. Und ansonsten werde ich mal gucken. Weiß ich nicht, was die Zukunft so bringen wird. Warte mal, jetzt aber. So ist richtig, ne? So, mal gucken. Ob das jetzt von oben stimmt. Man kann doch jetzt einmal durch hochschwimmen, ne? Das dauert voll lange. Oh, das ist voll doof, was ich hier mache. Ich glaube, ich mache das gar nicht mit dem Wasser. Dann mache ich das. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich werde es nicht mit Wasser machen, aber ich werde es erstmal so lassen, weil ich ja irgendwie hochkommen muss. Moment, ich muss einmal was gucken. So, ich sollte vielleicht mal den Timer starten. Ich bin ein wenig verwirrt, aber das ist egal. Das ist ganz egal. Haben wir unten noch Setzlinge? Könnte ich hier noch ein paar setzen? Damit ich ein paar Bäume pflanzen könnte. Das könnte man tun. Was hältst du vom Aussterben der guten Fragen von Modado? Ja, das ist ein sehr häufig erlebtes Problem, was leider nicht oft genug bekämpft wird. So auch von euch. Boah, hat er nicht gesagt. Hat er auch nicht so gemeint. Was war früher dein Traumberuf? Schon wieder Modado, mein Gott, so viele Fragen von dem. Ja, das passiert, wenn man spammt und ich nicht aufpasse, welchen Fragen ich hier vorlese, ne? So ist das manchmal, ne? Ich hatte eigentlich nie früher einen Traumberuf. Ich habe immer gesagt, ich möchte Astronaut werden. Wollte ich aber gar nicht. Habe ich aber gesagt, weil ich nicht wusste, was ich werden wollte. Aber weil immer erwartet wurde, dass man wusste, was man werden wollte. Wenn das nachvollziehbar ist. Und deshalb habe ich immer gesagt, Astronaut. Das habe ich aber auch nur in der 12 gesagt. Das stimmte aber nicht. Das war gelogen. Aber wie, wenn ihr mein Faktenvideo gesehen habt, wisst ihr, ich lüge gerne, weil ich es lustig finde. Wie oft benutzt du dein Handy von Lorena? Das kommt sehr häufig vor. Sehr häufig. So, ich weiß ja, das kann man, glaube ich, messen irgendwie, aber es ist echt zu oft. Wobei, okay, also zu oft ist ja wieder eine Wertung, ne? Aber es ist sehr oft. Ich sitze immer, wenn mir langweilig ist, was sehr häufig ist. Weil ich ein Mensch bin, der sehr oft sehr schnell gelangweilt ist, dann kommt das vor. Aber das ist nicht weiter schlimm, solange man nicht andere Sachen vernachlässigt und abhängig davon ist. Also wenn ihr nicht mehr in der Lage seid, das zu kontrollieren, dann solltet ihr euch mal Gedanken machen. Aber solange ihr einfach nur denkt, oh, ja gut, da könnte ich mal ans Handy, ne? Dann ist das auch okay. Na, mal gucken, was haben wir noch? Was? Von Sandy, würdest du lieber nie wieder etwas schmecken können oder deinen Geruchssinn verlieren wollen? Das ist. Die Frage ist, glaube ich, unnötig, weil man, wenn man nichts mehr riechen kann, also wenn man keinen Geruchssinn mehr hat, dann kann man auch nicht schmecken, glaube ich, weil das zusammenhängt. Habe ich mal im Fernsehen, habe ich mal bei Galileo gesehen. So ist das. Deshalb wäre das, glaube ich, unnötig, wenn man den Geruchssinn aufgibt, weil man dann eh nichts schmecken würde. Deshalb würde ich lieber nichts schmecken, aber dann noch was riechen, weil dann hat man wenigstens irgendwas. So, ich guck mal, ob man. Nein! Schön. Jo! Gut, dass man die nicht stacken kann. Holz, Leitern, neu. So, jetzt muss ich irgendwas mal aussortieren hier. Das können wir mal hier rein tun. Und das und das. Oh, ein bisschen Stein können wir auch aussortieren. Bam, bam, bam. Oder machen wir das? Na komm, wir machen das mal mit. Wir probieren es erstmal so. Wir probieren es erstmal so. Julie fragt: Star Wars oder Star Trek? Das ist für mich leider eine sehr traurige Frage, denn ich habe wirklich noch nie Star Wars in meinem Leben geguckt. Ich schäme mich auch dafür. Und ich werde es auch auf jeden Fall nachholen. Aber irgendwann erst. Es tut mir sehr leid. Ich kann es nicht ändern. Ich würde, wenn ich könnte, wie ich wollte, ich würde. Aber es, ja, ich kam noch nicht dazu, wirklich. Ich muss mir mal hinsetzen und alle gucken. Ich habe aber mal einen Star Trek-Film geguckt.
Aber so einen modernen. Ich bin kein richtiger Nerd jetzt. Den fand ich allerdings jetzt nicht so geil. Ich muss auch sagen, dass ich nicht so der Weltraum-Fan bin. Also so Weltraum schon, aber nicht so Alien-Zeugs. Auch wenn ich weiß, ja, das ist kein Alien, aber so so, na, ihr wisst schon. Da bin ich nicht so der Freund von. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Da bin ich, ich gucke lieber, weiß ich nicht, Harry Potter oder Hobbit oder so. Da war ich übrigens letztens im Kino, das war auch sehr schön. Und davon bin ich eher ein Freund. Jetzt muss ich gucken, wie ich das vorhatte. Es wird eh nicht klappen. Mal gucken. Nächste Frage. Magst du Fanpages oder liest du gerne Fanfictions von Tim Zimbleton? Wenn die gut gemacht sind, ja, oder Fanfictions, wenn sie richtig beschissen sind. Dann, wie manche wissen, lese ich sie auch vor, weil es sehr unterhaltsam ist, nicht jetzt um die Leute zu beleidigen oder so, die es geschrieben haben, sondern weil es einfach witzig zu lesen ist. Es ist sehr laut gerade hier. Fanpages finde ich auch gut, aber auch nur. Also ich. Super Fanpage! Also ich finde das halt gut, wenn das Leute machen. Ich freue mich darüber, wenn es gut gemacht ist. Also wenn es jetzt nur so hingerotzt ist, ne, um, oh, hey, hier, ich will Likes, dann finde ich es doof. Vor allen Dingen bei mir, weil so viele Likes kriegt man da jetzt auch nicht mit. Aber ja, jedem seins überlassen, ne? Das ist, kann man ja halt machen, wie man lustig ist. Das kann man machen, wie man will. So ist es. So, dann würde ich sagen, habe ich ultra viel geschafft in dieser Folge. Wow, 3 Steine. Ja, warte mal, da oben können wir noch ein bisschen ausbessern. Da können wir mal gucken, was wir hier für Fragen haben. Chrissy fragt, kannst du Latein? Wenn ja, sag mal einen Satz. Ja, kann ich, aber mache ich nicht, weil ich keinen Satz kann. Also ich kann Latein, ich habe das, also ich kann Latein. Mir wurde das offiziell beurkundet, aber ich kann leider keinen Satz auf Latein sagen. Das ist sehr schade. Es tut mir auch im Herzen weh, dass ich das leider nicht kann. Aber ich glaube, ich werde es überleben. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt und werden mal gucken, das nächste Mal diesen Aufgang hier weiterzubauen, damit wir irgendwann mal damit fertig werden. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Dafür ist es nämlich da. Wenn nicht, dann lasst es bleiben und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.